Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Gorobei. In der letzten Folge haben wir, wir haben die Ork-Dame besiegt und jetzt werden wir nochmal mit Nate sprechen. Hallo! Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Was gibt es dort? Es geht um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Dann lassen wir euch dort oben hängen, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Na schön, es geht um einen offiziellen Auftrag für die Allianz. Es geht um... Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also schön. Der Erzmagier persönlich hat uns einen Auftrag gegeben. Der Erzmagier? Ich glaube nicht, dass ich mich in sowas reinziehen lassen möchte. Aber es ist wichtig für die gesamte Allianz. Ich stehe nicht auf Seiten der Allianz. Natürlich auch nicht auf der Schatten. Ich bin, neutral. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Euch gefangen zu nehmen und töten zu wollen, nennt ihr in Ruhe lassen? Also schön. Sagen wir es so. Ich würde es bevorzugen, in nächster Zeit wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Massas wird wieder Jagd auf mich machen. Da ist es nicht angebracht, mit wehenden Bannern für die Allianz in den Krieg zu ziehen. Ist es nicht? Wenn sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Also, es geht um das... Psst! Etwas. Das Etwas? Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Ja, ich denke für 50%. Ja. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey! Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Ihr seid ein Mensch. Also traue ich euch nicht. Wir lassen euch da oben, bis wir eine Karte mit unserem Ziel haben. Aber... Damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt, während wir weg sind. Toll. Kluge Ivo. Wie sie immer mit ihrem Hintern wackelt. Unglaublich. So, dann wechsle ich die beiden nochmal. Dann gehe ich mit Ivo in das Schloss rein. Hier gab es da sonst nichts. So, Ivo hat diese Karte da. Oh, Wilbo, jetzt geh mal bitte schneller. Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Gehen wir nochmal dahin und gucken. Ich weiß nicht genau, wie wir die Insel lokalisieren sollen. Also schön, Huhnpack. Ich werde dich schon finden. Oh nein, das riecht nach einem Rätsel. Später. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Huhnpack ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Huhnpack früher hieß. Exakt. Und wie wollen wir das machen?
Dann gucken wir mal den Schreibtisch an. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drauf. Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Krempel? Hat sie... Ach nee, sie hat das nicht. Dann hat er das. Die Brille mit dem Buch nochmal. Vielleicht steht das danach drin. Also schön. Wonach soll ich suchen? Kronpack. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Krötengalle, Krummbeine, Kronabel die Fürchterliche, Kronpack. Kronpack, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im Blablabla. Rotkieselburg, das ist es. Wunderbar, dann heißt es Rotkieselburg. Dann gehen wir nochmal zur Landkarte und gucken nach Rotkieselburg. Los, Ivo. Also schön, Rotkieselburg. Das ist nicht Rotkieselburg. Ups. Ach so. Oh, kann ich nicht raus? Rotkieselburg. Da ist es, Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, okay. Wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Das müsste ja dann irgendwo hier sein. In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Nach Osten ist ja nach da, also muss das irgendwo hier sein. Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Dann ist das ja genau... Sorry, da bin ich ein bisschen dicht dran gekommen. Dann müsste das ja genau da liegen. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Die Mündung hier? Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Die Bucht. Es könnte die Bucht sein, es könnte auch die Bucht sein. In Ordnung. Von dort aus die. Nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Nach Nordosten, die 2. Insel auf dem Weg. Ist das die hier oder ist es die hier? Es wird wahrscheinlich die hier sein. Ich glaube, wir müssen irgendwo hier hin. Nein, das kann nicht stimmen. Lass es uns nochmal probieren, in Ordnung? Ach, jetzt weiß ich, das sind die Inseln hier oben. Das hier ist die Bucht und das sind die Inseln. Aber auf die Insel hätten wir müssen. In Ordnung. Los geht's. Ich habe... Gut. So, erstmal dahin. In Ordnung. Von dort... Nach Osten in die Einöde. Nächster Schritt. Straße. Hast du's? Der Straße in nördlicher... Fluss. Dem Fluss bis zur Mündung von... Mündung. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Dann ist das hier die Bucht. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Das hier muss die Insel Sordia sein. Saubere Arbeit. Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht. Das da ist also Sordia. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Wir geben Nate die Karte und lassen die Stadt endlich hinter uns. Damit wissen wir, wohin wir müssen. Und unser Chauffeur sitzt draußen im Käfig. Worauf warten wir? Ja, worauf warten wir denn? Los geht's. Einmal zu Ivo rüber switchen. Auf einer Karte ist die Insel Sordia markiert. Damit wissen wir, wohin die Reise gehen soll. Sehr gut. Also, los geht's. Spreche mit Nate. Wir haben die Karte. Endlich. Dann geht es jetzt los? Holt uns gefälligst runter und dann Leinen los. Juhu! Juhu! Oh, Kapitel 3. Der versunkene Tempel. Wir haben es geschafft, wir sind in Kapitel 3 gekommen. Unglaublich. Ein sehr schönes Bild hier im Übrigen. Ich kann das jetzt gar nicht zeigen mit der Maus. Ein Ladebildschirm bei 98%. Ihr seht es selbst. Alles klar bei euch?
Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Ach, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Wunderbar, dann sind wir jetzt wieder mit Ivo unterwegs. Wilbur steht da. Chip Chip. Chip Chip hat sie mitgenommen. Hallo Chip Chip. Kannst du dich nicht irgendwie nützlich machen? Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen... Einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen, ich aber nicht? Chip Chip kann auf sich aufpassen. Ach. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Bis dann, Chip. Chip Chip. Vielleicht das Fischskelett. Kann es vielleicht helfen? Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Dann nehme ihn mit. Es war ein fliegender Fisch. Sicher. Sowas gibt es. Opas Doppeldeckereinheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Da kannst du mal sehen. Nimm die mit, Ivo. Ich nehme nur eine einzelne Gräte. Vielleicht kann ich so ein kleines spitzes Ding mal gebrauchen. Vielleicht. Da gibt es zum Beispiel ein Bienennest. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ja. Ich verzichte. Schade. Außerdem fehlt mir ein Behälter für den Honig. Wie wäre es mit dem Wassereimer? Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Oh, ist sie gemein. Ein Rieseneimer Wasser hat sie jetzt geholt. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Nehmen wir es mit. Vorsprung. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Ach was, Ivo. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. So alt ist sie. Das Meer hat den Tempel und das Artefakt des Schicksals verschluckt. Wenn alles gut geht, werden wir es ihm heute wieder entreißen. Wenn alles gut geht. Getrocknete Erde. Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Man kann die Erde darunter sehen. Können wir vielleicht den Wassereimer mit der Erde machen? Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Da bewegt sich etwas in der Erde. Da sind Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Regenwürmer an einen Haken. Ein Haken und ein Seil. Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Und daran jetzt ein paar Würmer. Und dann gehen wir angeln. Gehen wir so angeln. Ich sollte die Schnur lieber noch an einen Angelschaft binden. Auf diese Weise ist das Risiko geringer, dass sich die Schnur in der Felswand verhängt. Stimmt. Warte mal, wo finden wir denn jetzt noch so einen Stab? Ach, da ist er. Ein abgebrochener Ast, vermutlich von einem der Bäume dort oben. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Dann nimm mit. Sehr gut, dann kommen wir Die Schnur habe ich an den Stab gebunden. Und unten an der Schnur ist die Fischgräte als Haken. Fehlt noch ein Köder. So wollte ich das sagen. Und dann können wir Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel.
Sehr gut. Mit der Angel gehen wir jetzt angeln. Warum auch immer. Wird wohl scheinbar seinen Grund haben. Hey, Wilbur. Willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Wie Sünde, sie verarscht ihn immer hammerdoll. Und jetzt? Ne. Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Ich soll... Einfach reinwerfen. Oh oh. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Es hat einer angebissen! Ja, toll. Und jetzt? Wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Also, ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Dann geh mal selber angeln, Ivo. Sollst du jetzt nicht angeln? Das ist schon die zweite Angel, die ich mir in den letzten 2 Tagen selbst zusammengebaut habe. Das stimmt, leider. Geh mal darüber. Aber... Haben die Regenwürmer Augen? Im Wasser schwimmt der Fisch, den Wilbur gefangen hat und ich hier hochgeschleppt habe. Angel mal die komischen Feen. Geht alles nicht. Das muss der Eingang zum Tempel sein. Früher war es wohl nur ein Nebeneingang oder so etwas in der Art. Der eigentliche Tempel mit dem Hauptportal ist im Meer versunken. Ich hoffe, hinter diesem Tor gibt es noch eine intakte Verbindung dorthin. Hoffe ich auch. Es bewegt sich kein Stück. Also ganz viele Meeressachen drauf, ne? Es bewegt sich kein Stück. Hm. 4 Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Wesen der Luft, würde ich das hier übersetzen. Wesen der Erde steht da. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Wesen des Wassers steht an dieser Nische. Gut, der unterste ist der Fisch. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Bleibt nur noch die Frage, achso, sind Regenwürmer Wesen des der Erde? Ja, wahrscheinlich. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. So, dann brauchen wir nur noch Wesen des Feuers und Wesen der Luft. Der Luft ist bestimmt Cheep Cheep. Hallo Cheep Cheep. Es gibt so ein Wesen der Luftnische. Da drüben am Tor gibt es 4 Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Ja, ich dachte vielleicht könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Also gut, ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Bis dann, Cheep. So, die Frage ist, Wesen des Feuers, sind das die Bienen, weil sie so brennen? Das Tor oder... Ja, es sind Feuerfeen natürlich, ne? Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den ganzen Tag Nektar suchen, um ihre Flamme zu erhalten. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr... Okay. Kann ich nicht irgendwo die Feuerfeen sammeln? Ich soll in ein Bienennest greifen und außerdem fehlt mir ein Behälter. Was? Stell dich mal darauf auf den Vorsprung. Stelle ich mich lieber nicht. Ziemlich brüchig aus. Ja, dann macht Wilbur das. Ich komme schon gut allein zurecht. Und wenn ich Gnomenhilfe brauche, dann weiß ich, wo er steht und schmollt. Ich komme schon gut...
Ich möchte jetzt aber gerne mit ihm sprechen. Dann angel von mir aus so eine Feuerfeen oder was auch immer. Wie Ivo. Ivo. Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den... Ja, ja. So, haben wir hier unten irgendwas vergessen? Cheep, cheep. Das gibt es doch eigentlich nicht, dass ich jetzt hier nichts auswählen kann, bis auf die beiden, die nichts bringen. Und sonst auch nichts. Sammeln Nektar von Blumen. Ach, Jum. Snade. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar. Wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo? Ja. Ist er geil. Ist er geil. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Ach, Ivo. Wir müssen irgendwie die hier ins Glas kriegen. Kann Wilbur das denn nicht machen? Ich komme schon gut allein zurecht. Okay, okay. Ich rede nochmal mit ihm. Ich beiße mir eher die Zunge ab, bevor ich nochmal mit ihm rede. Oh. Also sie ist auch gerade wieder richtig anstrengend. Können wir denn nicht das miteinander kombinieren und dann kann sie hier irgendwie... Wir müssen doch irgendwie... Ich soll in ein Bienennest? Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, wie ich den Honig aus dem Bienennest bekomme. In das Marmeladenglas fülle. Kann ich das Marmeladenglas hier irgendwo aufstellen? Nee, ne? Ich soll in ein Bienennest... Hm. Sodass die Feuerfeen auf den Honig fliegen. Aber ich kann hier einfach nichts auswählen gerade. Sehr, sehr schade. Kann ich Cheep Cheep nochmal fragen? Hallo Cheep Cheep. Ich brauche deine Hilfe. Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Okay, jetzt habe ich eben was übersprungen, weil ich nicht dachte, dass es funktioniert. Und Cheep Cheep ist weg. Sehr gut, Cheep Cheep. Solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Oh, wie cool er das macht. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen würde es reichen. Und mit toten Bienen. Holen wir uns jetzt noch die Feuerfeen. Die Feen sind vorsichtig. Sie halten sich von mir fern. Dann stell das doch das da oben drauf. Funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, 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 lecker Honig. Da fliegt eine. Jetzt wird sie sterben. Hab ich dich. Oh, ist sie süß. Wunderbar, dann haben wir jetzt alle vier Wesen zusammen und in der nächsten Folge werden wir dann das Tor öffnen. Bis dahin. Schaltet das nächste Mal wieder ein, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, nochmal bis dahin und nochmal bis dahin. Euer Gorobei.